Willkommen zurück zu einer neuen Folge Empyrean, dem Galactic Survival. Aufgrund, ja, dass wir jetzt zu zweit sind, also zwei Mörder zu stoppen haben, habe ich gedacht, gut, okay, hatte ich so oder so mal vorher gehabt, hier noch den Garten zu erweitern. Ich will mal hoffen, dass jetzt gleich die Beete schon mal ein bisschen durchcrafted sind. Ich habe jetzt hier einfach nochmal ein paar Blöcke herangesetzt. Hier unten ist denn das auch soweit, weil ich wollte denn so oder so mehr, ja, Weizen, Mais und so weiter alles ein bisschen anbauen. Kann man den Weizen, Mais hier auch hier oben mit hinpflanzen. Da eine kleine Ecke wollte ich da machen und ja, ein bisschen idyllischer, ein bisschen schicker hier alles machen. Ich muss so oder so mal sehen, wie viel Pflanzen Lichtlein ich noch habe. Das können wir mal gleich mal überprüfen. Und wie viele Lampen allgemein? 6 Lampen reicht nicht zu und 2 auch nicht. Ja, ist ja 32, nur 45 insgesamt. Brauchen wir so oder so ein bisschen mehr. Ja, machen wir so. Dann passt das so oder so. Sehr schön, das Ganze. Ja, so langsam werden wir immer ein bisschen mehr. Eben, aber Platz ist ja hier noch genügend. Sag ich mal, auf dem Planeten. Da. Und wenn nicht, gibt es ja noch andere Planeten, wo man auch eventuell ausweichen kann. Machen wir nämlich hier erstmal hier oben mit zu. So, so. Chip. Mal sehen, ob das in 31 Stück werden, glaube ich, nicht reichen. Hallo? Hier lang. Müssen wir nochmal gucken. Bam. Zähne. Und da werden. Ja. 5 fehlen. 5 Stück fehlen. Da müssen wir nochmal auf die Suche gehen. Können wir gleich hier schon mal die Pflanzenfasern mitnehmen. So. Nehmen wir noch den Mais mit, den können wir den gleich wieder oben reinschmeißen, würde ich sagen. Das Mehl schmeißen wir dann oben in den Kühlschrank rein. Oder den Weizen. Das Mehl ist ja noch nicht draus gemacht worden. Aber, ja, sieht man gleich eben, wenn man mit erfahrenen Spielern zusammenspielt, dann wird das gleich alles ordnungsgemäß hier ordnet und sortiert und so wie hier eben, chip, 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 wird alles schön hier, ne, auch nicht, braucht man ja nicht, ist ja nicht so viel. Pflanzenfasern habe ich jetzt hier noch, weiß ich aber nicht, ob ich da, hier habe ich noch 8 Stück, ob da die Dings alle waren denn nachher, die ja, in 10 Euro, die waren nämlich alle die Nährlösung. Dass da Pflanzen mit Beton. 5 Stück brauche ich noch. Gut, das craftet da auch erstmal so durch. Dann kann man auch ja erstmal den Rest mit weghauen dann. Also nicht weghauen, aber zumindest hier mit reinpacken. Dann können wir uns gleich noch das angucken unten, was ich damit gebastelt habe. Die Fasern können wir auch mit hier reinschmeißen. Dann haben wir da zumindest wieder 74. Hoffentlich, ja, 5 Stück sollten eigentlich reichen. Na gut, da hätte ich 40. Da hätte ich noch ein paar mehr an Beleuchtung machen können. Ich habe nämlich hier unten mal den zweite Etage vom Hangar ein bisschen weiter gebastelt. Dazu habe ich mir faulerweise hier einfach so einen kleinen Bohrer platziert. Weil das war ja alles bis mal angenommen, glaube ich, bis hierhin war das ja alles voll mit Sand gewesen. Und das macht sich dann nicht schön. Hier machen wir dann eine schöne Ausfahrt. Das Ganze aus, beziehungsweise Einfahrt. Und dann wird das, denke ich mal, richtig schön für unsere Bodengleiter werden. Nun weiß ich gar nicht, wo sieht man da den zweiten. Nee, vorne weiß ich ja nicht, wo er sich niedergelassen hat oder niederlässt.
Aber das werden wir schon rauskriegen. Oder mit erfahren. Die Steinchen wollte ich oben noch mit. Ach, die hätte ich gleich unten nochmal mit rausholen können. Weil da liegen noch ein Haufen Steine in dem Bohrer drin. Ja, 403 will er. Ich wollte eigentlich 500 haben. Ja, wir gucken mal ganz kurz wieder hoch hier. Zu unserem kleinen Raumschiff denn. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ein bisschen Sauerstoff haben wir einstecken. Notverpflegung haben wir. Passt alles. Soweit. Hoffentlich ist es nämlich noch da. Das habe ich nämlich noch ja nicht geschaut. Registratur. Obit. Sieht so aus. Das ist ja schon mal schön. Dann fliegen wir mit dem hier gleich los. Wir werden ja eventuell mal seine Struktur mitfinden, wenn wir hier mal irgendwo rüberbügeln. Dann werden wir das schon mit irgendwie mit hinkriegen, ihn mal zu besuchen. Nun aber erstmal will er ab ins Weltall. In die unendlichen Weiten. Muss ich nur mal sehen, aber dann müsste irgendwo, glaube ich, auf der anderen Seite wieder sein. Das ist natürlich nicht so schön. Oder? Nee. Doch, genau richtig rausgekommen. Das ist doch schon mal schön. Muss ich mich gleich nochmal richtig rumdrehen? Bin ich hier so rum richtig? Oder? Jo. So rum bin ich hier richtig. Weil dann können wir nämlich das nach hinten weiterbauen. Bremst du mal? Meine Fresse, ey. Ja, jetzt haben wir hier wieder kaum Beleuchtung, ey. Aber. Ja, zumindest ein bisschen. Dann hätte ich nämlich gleich hier den Schlauch, den Verbindungstunnel mit fertig gebaut. Also komplett schon verkleidet. Weil wie weit können wir denn... Ah, halte mal. Halte mal. Wo ist denn hier die Mitte? Hier war. Wir müssen doch noch mal. Was machst du denn nicht hier? Das verstehe ich immer nicht, wie es. Warum? Man muss doch, ich weiß ja nicht, was man drücken muss dafür. Ah. Jetzt hier. Jetzt hier noch so. Wie kann man das nämlich hier schön? Das ist ja alles gleich da drüben mitgebaut. Das ist natürlich deutlich von Vorteil. Was natürlich dann nicht so schön ist, wenn das denn komplett schief gebaut wird. Denn. So. Ich weiß nun gar nicht, inwiefern, wie groß das eigentlich ist. Also ich glaube, knapp über 40 oder sowas ist das schon lang hier. Das macht sich aber jetzt mit den, mit dem schönen blöden Hin und Her, also was jetzt so eine Wand setzen oder sowas. Meine Fresse, na gut, muss ich nachher wieder abbauen, ja. Ja, Weltall, Drohne und so weiter, also frei fliegen, das ist nicht so mein Ding hier. Weil ich auch da ein bisschen schnell sitze. Statt da erstmal kurz abzuwarten. Nein, da muss ich schon vorher das alles.
immer schnell, schnell, huschi, huschi und dann, kommt Scheiße raus. So, dann ist das hier schon die untere Ebene. Also. Ich habe zwar gedanklich, wie ich das drinnen mache, schon, aber mal gucken. Wie ist denn wirklich, umsetze alles und, weil sind ja doch relativ viele Blöcke, etc. und große Wege der Narre. Also da überlegt man sich dann schon zweimal, ob man denn schnell in den Maschinenraum geht oder nicht. Kommst du hier? Bumm. Na. Ja, können wir denn hier nochmal setzen, neu? Kein freier Platz. Ja, ich weiß, dass du da das nicht platzieren kannst. So, das ist jetzt ja die Unterseite, wa? Ja. Warum habe ich das eigentlich so gebaut? Fragenfuchs eher. Ich weiß es nämlich nicht. Vor allen Dingen, warum ich das hier. Das ist die Oberseite jetzt hier. So. Können wir hier links und rechts schon gleich mit wegnehmen. Dumm, dumm. Und jetzt wird das Ganze komplizierter. Ich möchte ja A, einen Maschinenraum bauen, der wo das dann eben die zwei Triebwerke eben so hinten rausstehen. Also dann wieder ein bisschen breiter. Denke ich mal, das wird ja dann nachher auch hier irgendwo werden. Weil wo habe ich denn das mal aufgemalt hier? Was habe ich denn hier gesagt? Das sind ja 6. 6. 10. 14. 14 mal 14. Na ja, gut, das wird ja ein schön groß, ja. Sind ja denn mit Außenkanten 30 denn eventuell irgendwo? Ich würde jetzt erstmal sagen, wir machen das erstmal noch links und nach rechts. Ich möchte in der Mitte ein bisschen Platz haben, sage ich mal, so 3 Blöcke vielleicht. Also das heißt, so, das sind die 3er. Oder wollen wir 5 Blöcke? Was soll der Geiz? Und hier ist der erste Block, der zählt denn. 1. Das ist die maximale Auslagerung. Das würde ich auch schon gerne als habe ich jetzt bis 14 oder bis 15 gezählt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und 14 ist, gibt es nun mal keine Mitte. 15 wäre gut. Also sind
das denn die Mitte? So, warum gibt es nur zwei Blöcke? Naja. Passt. Dann habe ich da auch keinen gedanklichen Sprung in der Schüssel. So. Und das Ganze wird ja nach hinten. Ich mache jetzt erstmal eine richtig, richtig grobe Struktur, sowie noch grober wie da vorne. Eben, dass ich erstmal hier weiterkomme. Ja. Weiß ich nicht, wie lange ich das machen will, das Ding. Gut, das ist jetzt auch nicht so wichtig erstmal. Hauptsache, es passt dann nachher von der einigermaßen von der Optik her. Ja, wird denke ich mal so gut aussehen. So, dann haben wir hier. Gleich mal hier weiter. Hat natürlich nicht gepasst. Aber dann haben wir da zumindest schon mal den Außenpunkt. Dann können wir nämlich hier die Triebwerke hinten ran planen. Das wird noch eine Brauerei denn. Dadurch, dass ich ja wieder hier keine Zweier habe, nehme ich das eins nach unten. So. Also das ist ja die Mitte insgesamt 7,7. Also 6 ja noch hier rein. Das ist dann das Ende plus 1. Also 7 eigentlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und das ist dann auch das Ende. So dass das so ein bisschen eingefasst ist dann. Machen wir hier auch mal mit. So. Und. Das Ganze machen wir auch nach oben hin. So. Das wären grob die Schubdüsen. Also, dies da wird eine. Und das ist die zweite, denn das ist nicht geht, also um die eigene Achse dreht. Aber sollte eigentlich nicht möglich sein, so dolle. Ja. Dann muss ich so oder so nur noch gucken, dass ich da irgendwie ein vernünftiges Gleichgewicht hinkriege mit dem Ding. Aber das müssen wir schauen, wo der Mittelschwerpunkt liegt. Aber das können wir, glaube ich, mal kicken. Debug, Zeigemassezentrum. Hat er nicht, ja. Jetzt habe ich das natürlich schön verschoben hier. Na gut, wir sind so oder so wieder durch. Denn es hat sich das so oder so erstmal erledigt. Jo, das ist das. Eben wird nach vorne ein bisschen, denke ich mal, abgeflacht werden. So dass das ja ein bisschen ja so torpedoförmig oder hinten aussieht denn. Eben links und rechts ein bisschen oberhalb das Ganze. Eben ein bisschen weiter nach unten das hingebaut.
Weil sollte eigentlich... Nee, ist... Ist natürlich die Frage, oder sollte ich das ein bisschen nach... Ach, das so oder so um. Das ist dann ein bisschen... Oder? Geht das so? Nee, weil das geht ja plus zwei. Das ist ja von da aus drei Blöcke runter. Scheiße. Sagt man nicht. Ist ja ein bisschen oben. Naja, wenn das ein bisschen kippen tut oder sowas. Ist ja nun nicht so... Ich wollte eben die schöne Aussicht nach hinten eben haben, so, dass man den schön da lang gucken kann. Das ist jetzt meine Begründung, ganz einfach und fertig. Warum das so aussieht jetzt. Ich habe gedacht, das ist, ja, ich sollte mal immer drauf achten, wo oben und innen ist. Aber ja, ist halt ein bisschen, wird denke ich mal, sieht zwar jetzt erstmal komisch aus, aber wird vielleicht, denke ich mal, noch was werden. Oder vielleicht baue ich das hier noch ein bisschen länger sogar. Jedenfalls, das sieht mir im Rest, also zum restlichen ein bisschen kurz alles aus. Ja, werde ich sehen, wenn ich mache ich hier ein paar so ein bisschen schräg alles hier. So, tschüpp, tschüpp. Und mache das dann noch länger, aber das können wir ja noch alles später machen, denn. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Also erstmal bis dahin, ciao.